Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben natürlich beim letzten Mal im Getriebe da ein bisschen Probleme gehabt, gucken uns auch schnell nochmal den Reparaturauftrag an. Ja, Testfahrt haben wir gemacht und alle beschädigten Teile im Getriebe sollen wir austauschen. So, das hat beim letzten Mal ja noch nicht ganz so toll funktioniert. Also wir werden jetzt erstmal hier noch ein bisschen demontieren, weil ich befürchte mal, wir müssen hier erstmal noch ein bisschen was abbauen, bis wir ins Getriebe rankommen. Das werden wir jetzt einfach mal testen. So, wenn wir hier an das Getriebe wollen, komme ich von da gar nicht dran. Okay, das heißt, ich muss jetzt erstmal schauen. So, einmal die Motorhaube öffnen. Motorinspektion. So, wo ist es? Da ist es, genau. So, und das kann ich nicht abbauen, weil da hinten dran nämlich noch was im Weg ist. Genau. Und das will ich nämlich jetzt mal schauen, ob wir es ausbauen können. Das heißt, wir müssen hier einmal den Anlasser abmontieren. Weil irgendwo müssen ja defekte Teile sein. So, der ist weg. So, und bevor wir das demontieren, müssen wir das abbauen. Und da haben wir jetzt das nächste Problem. Um das abzubauen, müssen wir jetzt doch wieder rüber wechseln zu den Rädern. Und müssen mal gucken, wie wir da die Teile runterkriegen. So, jetzt gucken wir mal gerade. Wir switchen mal rüber. Ich muss ja hier dieses Teil ausbauen. Komme ich da überhaupt dran? Ah ja, da komme ich dran. Genau, das kann ich jetzt ausbauen. Da muss ich die Schraube rausholen. So, dann ist das weg. Und dasselbe müssen wir hier drüben machen. Ach du Scheiße. Das heißt nämlich, wir müssen auf die andere Seite das Rad auch abbauen. Eieiei, das scheint ein richtig aufwendiger Auftrag zu werden. So, einmal Rad runter. So, das ist soweit ja erstmal kein Problem. So, auch das haben wir weg, auch das haben wir weg, das passt. So, und jetzt würde ich ganz gerne das Teil hier noch ausbauen. Da brauchen wir die Schraube noch weg. So, dann ist das auch frei. Und jetzt müssen wir eigentlich ans Getriebe rankommen. Aber ich glaube, von hier geht's nicht. Genau, da müssen wir jetzt wieder an den Motor. So, Motorchen. Ah, die Maus ist noch ein bisschen heftig. So, einmal Getriebe. Jawohl, jetzt können wir es abbauen. Wunderbar. Denn irgendwas soll im Getriebe nicht stimmen. Und ich befürchte einfach mal, dass wir da irgendwo ein Problem haben. So, Getriebe ist draußen. Jetzt gucken wir hier mal rein. Ah, da unten drin. Da scheint was kaputt zu sein. Nämlich der Kupplungs... Was? Aus... Kupplungsausrücklager. Das ist defekt. Okay, dann gucken wir auch gleich, ob wir da noch was drunter haben, was nicht in Ordnung ist. Bevor wir dann nachher alles zusammenschrauben und das war's dann. Ja, da ist jetzt einiges. Wow, wow, wow. Gut, Kupplungsausrücklager. Na gut. So, das sieht gut aus. Die Schlupfscheibe 17%, klingt auch nicht toll. So, haben wir jetzt noch was? Nö, da haben wir nichts mehr. Also, jetzt müssen wir mal gucken, was wir dann Neues brauchen. Also, wir brauchen da diese Schlupfscheibe. Gucken wir jetzt gleich mal in den Ersatzteilen nach. Abgaskrümmer. Oh Gott, hoffentlich kriege ich die Teile jetzt noch zusammen, die ich da brauche. So, Bremsscheibe, Getriebe, Getriebe V6, bla bla. Das brauchen wir alles nicht. Genau, ein Kupplungsausrücklager brauchen wir und die Kupplungs... Nee, Druckplatte brauchen wir nicht. Was war denn das andere? Das war so ein kleines Teilchen. Hallo? Riemenspanner. Schwingarmaufhängung, Stoßdämpfer. Zündkerze? Nee, das war's nicht. Ah, wie hieß denn dieses andere Teil? Das habe ich jetzt. Schlupfscheibe? War das doch die Schlupfscheibe? Glaube ja. Die kaufen wir jetzt einfach mal. Okay, gehen wir jetzt nochmal raus. Halt, das war einmal zu viel. Ver-escaped sozusagen. Oh, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt alles drin haben, was wir brauchen. Gehen mal in den Montagemodus. Und werden hier mal schauen. Jawohl, da haben wir die Schlupfscheibe, die neue. So, die Kupplungsdeckplatte ist noch in Ordnung. Die schrauben wir wieder fest. Ich glaube, damit haben wir es dann soweit erreicht, unser Ziel. Dann brauchen wir das nur noch alles zusammen zu basteln, dann sollte das passen. So, jetzt brauchen wir als nächstes hier das Dingelchen. Da haben wir das Ausrücklager, das neue drauf, genau. So, das montieren wir nochmal schnell. Getriebe ist ja noch soweit in Ordnung.
Mal ein Stück rüber, dass wir das wieder festschrauben können. Ja, war also doch ein bisschen aufwendiger das Ganze, aber es sollte uns ja eigentlich auch ganz gutes Geld bringen. Aha. So, da nochmal festschrauben, hier unten noch festschrauben. Wunderbar. So, jetzt haben wir das soweit drin. Jetzt sollten wir die Teile montieren. Das heißt, da müssen wir jetzt wieder rüber zu den Reifen. Reifen, so, einmal hier rüber. Okay, dann bauen wir dieses Teil bitte einmal an. So, einmal das montieren, genau, mit der Gelenkwelle. Die muss festgeschraubt werden. So, das kriegen wir aber da drüben auf der Seite so nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier rüber springen. Und ja, hier auch die Gelenkwelle wieder festbauen. So, einmal Rad. Gelenkwelle einbauen. Genau, nehmen wir die hier. Schrauben die auch wieder fest. So, dann müssen wir hier den... Ach, den können wir wieder nur vom Motorraum ausmachen. Okay. So, das war jetzt der Reifenbereich. Das heißt, eigentlich müssten wir den Reifen auch gleich wieder hier aufsetzen können. Perfekt. Oh, dann ist nämlich die Außenseite schon mal fertig. Dann müssen wir, glaube ich, den Anlasser nur noch draufsetzen. Dann haben wir es. So, gut. Einmal hier rüber. Beziehungsweise jetzt gehen wir erstmal in den Motor. Und werden hier noch den Anlasser entsprechend tauschen. Was heißt tauschen? Einfach nur wieder reinsetzen. Einmal rumschwenken. Das dauert ein bisschen lange, das Ganze. Aber okay. Oh, den montieren wir wieder mal. Genau. Und ich hoffe, dass das jetzt alles gewesen ist. Das werden wir gleich im Auftrag sehen. Waren ja wie gesagt nur zwei defekte Teile. So, das Rädle müssen wir noch festmachen. So. Also das mit der Maus ist echt sehr gewöhnungsbedürftig. Oh, Reifen können wir aufsetzen, genau. Und fünf Schräubchen. So, dann sollte es eigentlich das gewesen sein. Hoffe ich zumindest mal. Ganz so. Okay, Reparaturauftrag angucken. Ja, alle beschädigten Teile gemacht. 1000 Euro gibt's, alles perfekt. Den Auftrag haben wir erledigt. Ja, ist also schon ein bisschen mehr so ins Detail rein. Das heißt, da muss man also schon mal auch ein bisschen weiter unten reingucken. Also sozusagen nicht nur Oberflächentests machen. Oh, und jetzt bin ich gespannt, was uns als nächster Auftrag erwartet. So, gucken wir mal, was wir jetzt zu tun kriegen. Ersetze die Batterie, überprüfe die Lichtmaschine. Gut, das klingt eigentlich relativ einfach. Okay. So, jetzt will ich aber allerdings gerade nochmal gucken. Haben wir nicht irgendwo noch was mit Inventar? Menü, mal gucken. Genau, Inventar anzeigen. Das, was kaputt ist, haben wir ja gelernt. Können wir noch für ein paar Euronen verkaufen. Und das wollen wir natürlich auch machen. So. Und jetzt heißt es Batterie testen und Lichtmaschine. Ah, also das mit der Maus ist echt doof. Oh, Motor einmal bitte. So, dann gehen wir mal in den Untersuchungsmodus und werden mal die Batterie prüfen. Mal gucken. Oh, die hat nur noch 2%. Okay, das ist gar nicht gut. Ja, dann bauen wir die gleich mal aus. Eine Max Power 45, in Ordnung. Kaufen gleich mal eine neue. Ja. Okay, Batterie. Wohl, wir könnten eigentlich ja auch mal testen, ob wir hier nicht unter gebrauchte Ersatzteile irgendwas finden. Muss ja nicht unbedingt gleich was Neues sein. Mal schauen, ob die da was haben. Nee, da ist leider keine Batterie dabei. Dann gucken wir gleich mal, ob die eine Lichtmaschine haben. Die werden wir wahrscheinlich ja auch gleich brauchen. Lüfter, Querlecker, Lichtmaschine, 317 Euro. Ja, dann kaufen wir die mal. Und die Batterie müssen wir dann doch neu kaufen. Dann haben wir da nämlich ein bisschen Geld gespart. Was würde die neue Lichtmaschine kosten? Die komplette. Wenn wir die holen. Wo war die? Auspuff. Hinterteil. Anlasser. Anlasser V6. Oh, finde ich gar nicht hier. Müsste aber doch eigentlich auch da sein. Die Lichtmaschine. Da ist sie. 500 Euro. Ja, da haben wir also dann 150 Euro gespart. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier die Batterie tauschen. So, beziehungsweise Batterie wieder einbauen. Einbaumodus, Batterie, montieren, die neue, jawohl, super. Das haben wir also schon mal erledigt. So, und jetzt brauchen wir den Anlasser noch. Ja, jetzt geht's also in dem Punkt wieder los. Anlasser, halt. So, gucken wir mal nach hinten.
gehen dann erst nochmal in den Prüfmodus, wenn ich das richtig nenne. Genau, das ist der Anlasser. Das heißt, wir prüfen den jetzt erstmal. Gucken mal, was der noch kann oder nicht. Zustand unbekannt, kann ich auch gar nicht prüfen. Mal schnell schauen. Ach, die Lichtmaschine soll ich ja auch überprüfen. Okay. Lichtmaschine. Die war vorne irgendwo. Wenn ich mich da recht entsinne. Das müsste hier unten die sein. So, gucken wir hier mal rein. Untersuchen. Ah ne, kann ich jetzt so gar nicht. Muss wieder im Prüfmodus. Lichtmaschine untersuchen. Kann ich auch nicht untersuchen. Toll. Nehmen wir den mal runter. So, jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal in den Prüfmodus können. Die kann ich gar nicht prüfen, das ist toll. Gucken wir mal in Zustandsmodus, zeigt er mir nicht an. Also die Lichtmaschine werden wir einfach mal austauschen, dann ist gut. So, und dann setzen wir der gleich die neue ein. Da haben wir ja eine gebrauchte mit 76%. Das ist in Ordnung, sollte vielleicht sogar schon ausreichen. So, dann... Na, komm, noch eine Umdrehung. So, da muss der Riemen wieder drauf. Und dann könnte es sein, dass es damit schon alles erledigt ist. So, wir gucken mal. Überprüfe die Lichtmaschine. Ja, toll. Wie soll ich das denn überprüfen? Kann ich ja gar nicht. Prüfmodus. So, und wenn ich jetzt auf Prüfen gehe, 76%. Ja. Bin ich jetzt etwas zu schnell gewesen? Moment, ich habe Batterie vor 4 Tagen austauschen lassen, aber heute ist nicht angesprungen, finden Sie raus, was kaputt ist. Okay, habe ich eigentlich jetzt versucht? So, gucken, können wir das Ding prüfen? Prüfmodus. Zustand 71%, Zustand unbekannt. 65%, die ist auch in Ordnung. Oh, mal gucken, ob wir da eventuell noch... andere Sachen haben, die wir hier eventuell nachchecken müssen. So. Ah, da haben wir noch ein paar kleine Bauteile. Da war ich wieder zu schnell. So, da müssen wir mal ein bisschen ran. Gucken, wie wir da jetzt rankommen am besten. So, den mal prüfen. 63% ist eigentlich noch in Ordnung. 66% ist auch noch in Ordnung. 77% ist auch noch in Ordnung. Ja. Und die Kurbelwellenscheibe, die kann ich nicht prüfen. Na, ganz toll. So, was haben wir noch, was wir prüfen müssten oder könnten? Nö, eigentlich ist doch soweit alles okay. So, und den kann ich aber jetzt nicht abbauen. 71%, 66%. Ja, toll. Überprüfe die Lichtmaschine. Heißt das, wir sollten jetzt ins Auto mal einsteigen und einfach mal testen? Mal probieren. So. Ins Auto einsteigen. Innenraum einsteigen. Lassen wir das OBD nochmal durchlaufen. Ja, da bin ich jetzt schon so langsam wieder ein wenig überfragt. Mal gucken, ob er uns jetzt noch irgendwelche Fehler zeigt. So, der liest EEPROM aus. Checking Errors. Finalizing. Ja, zeigt mir aber nichts an. So, und ich kann aber auch nicht mehr machen. Ich kann da auch jetzt das Auto nicht starten oder sowas. Das heißt, wir... werden dann doch mal wieder hier die Tür schließen. So, und irgendwie bin ich jetzt trotzdem noch nicht schlauer wie vorher. Überprüfe die Lichtmaschine. Ja. Ersetzt die Batterie. Ach so, ich sollte... ja, klar. Da war ich wieder ein Ticken zu schnell. Na klar. Ich soll ja eigentlich die gar nicht austauschen. Ich sollte ja nur überprüfen. Ganz tolle Sache. Das heißt, wir werden mal hier das Ganze wieder etwas abbauen. Das heißt, wir werden erstmal den hier abmontieren. Da war ich zu schnell. So, bauen wir die aus. Ich sollte die ja nur überprüfen. Ei, nicht gucken. Schrauben ausbauen. So, Schraube raus. So, dann nehmen wir die alte wieder rein. So, da habe ich dann doch etwas falsch oder zu schnell gearbeitet. Die hat nur noch 8%. Jetzt kann ich sie doch überprüfen. Gucken, ob er mir das jetzt akzeptiert. Nö, immer noch nicht. Bitte finden Sie heraus, was kaputt ist. Ich weiß, dass die Lichtmaschine kaputt ist. So, machen wir den Keilriemen drauf. Gehen nochmal in den Überprüfen-Modus. Gucken, ob ich die jetzt überprüfen kann.
Keine Teile zu montieren. So, reicht mir das schon, oder? Nein, reicht immer noch nicht. Also da blicke ich jetzt nicht ganz durch. Finden Sie heraus, was kaputt ist. Okay, habe ich. Also jetzt bauen wir das Ganze nochmal aus. Mann, 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 Mann. Also die nochmal schnell runter. Die nochmal schnell runter. Dum, dum, dum. Tja, man sollte vorher lesen, was man macht oder machen sollte. So, bauen wir jetzt mal die bessere Lichtmaschine aus. Ein. Oder müssen wir da jetzt eine ganz neue nehmen? Das wäre natürlich auch klasse. Da hätten wir nämlich gerade das Geld umsonst rausgeschmissen. So. Okay. Und, ja, immer noch nicht erledigt. Ja, dann sehe ich dann nur noch eine Lösung. Wir müssen eine neue Lichtmaschine kaufen und gucken, ob wir mit der dann weiterkommen. Aber überprüft habe ich sie doch jetzt. Oder soll ich da eine Testfahrt für machen? Das wäre natürlich auch eine Variante. Probieren wir mal, ob das was hilft. Tja, das wird jetzt tricky, tricky, tricky. Halt, wieder einmal zu weit. So, aber ja, ich sehe gerade auf der Uhr, wir sind ja schon lange wieder durch. Also das machen wir dann nicht mehr heute. Da werden wir uns mal morgen drum kümmern. In diesem Sinn sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.